Eine Frage, Kasim, ich weiß, du wirst, glaube ich, jedes Mal gefragt, wenn wir irgendwo zusammen quatschen, aber sie kommt wieder sehr, sehr oft, weil sehr, sehr viele dich auch feiern. Ich lese die ganze Zeit, Ehrenmann Kasim, Ehrenmann Kasim, die lachen sich die ganze Zeit kaputt über deine ganzen Anekdoten. Sie wollen dich so gerne wieder bei einem NFL-Team sehen. Viele schreiben hier auch, komm zu den Patriots, komm zu den Seahawks, wir wollen dich, wir brauchen dich. Gibt es irgendeinen Stand, den du den Fans in Deutschland sagen kannst, wie es aussieht, was abgeht, weil sie fragen und fragen und fragen? Momentan ist nicht wirklich viel los, aber halt mit der Lage in Amerika, das ist zwar verständlich, aber ich glaube, was passieren wird, wenn ich einen Vertrag nochmal bekomme dieses Jahr, dass irgendwo ein Trainingslager geht los, dann jemand verletzt sich, weil man verletzt sich immer. Football ist 100% Chance, dass sich jemand verletzt. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand verletzt, dann kommt die Lage, okay, wollen wir einen Rookie holen, wo wir nicht wirklich wissen, was abgeht, oder einen Veteran. Das heißt, beim Veteran, wenn man den holt, dann weiß man ganz genau, also der weiß, was abgeht. Und dann kommen rufen die 5 Veteranen an, ich werde wahrscheinlich einer von denen sein, ein Tryout, also da macht man für 15 Minuten ein paar Drills, Get-Offs, Drops, und dann habe ich die Chance, gesigned zu werden. Also so, glaube ich, wird das dieses Jahr abgehen.